Karte anschauen, wenn Sie wollen. Sie sehen unten eine Schraffur. Wenn es ganz rot ist, ganz dunkelrot, dann gehen 0% der dort auf diesem Acker produzierten Kalorien noch als Lebensmittel wieder in den Kreislauf ein. Dort, wo Sie grün sehen, 100%. Dazwischen rot, gelb, orange, das sind die Zwischenstufen. Sie sehen hier in Europa liegen wir so irgendwo zwischen 30% und 40% etwa. Und was man vielleicht an diesem Bild gut nachvollziehen kann, ist, dass die UNEP, aber mittlerweile glücklicherweise auch die FAO, heute sagen, die Kalorien, die wir heute produzieren, reichen aus, um 12 Milliarden Menschen zu ernähren. Also wenn wir keinen Sprit mehr herstellen wollten davon, wenn wir nur noch so viel Fleisch essen würden, wie die Weide hergibt und nicht also ohne zusätzlichen Ackerverbrauch das Fleisch und auch die Aquakulturen bestimmen würden, könnten 12 Milliarden Menschen von dem, was wir im Moment produzieren, leben. Wir sind nur 7 und niemand geht davon aus, dass wir je 12 Milliarden werden. Also das ist die Situation. Die Situation hier in Deutschland ist auch, dass mittlerweile mehr als ein Fünftel der gesamten Ackerfläche für Biogas- und Spritproduktion genutzt wird. Und dass die zuständige Agentur für nachwachsende Rohstoffe sagt, wir können da auch noch bis 4 Millionen Hektar hochgehen, das wären dann über 30%, etwa ein Drittel der gesamten Ackerfläche. Und die Situation ist auch, dass daraufhin mittlerweile die Preise zwischen, was war das hier, 2006 und 2014 für Ackerfläche in Deutschland sich mehr als verdoppelt haben. Sie hat sich vollkommen abgekoppelt von der Lebensmittelnachfrage, von dem Lebensmittelpreis und sind eine Funktion auf der einen Seite der erwarteten Subventionen geworden. Das hat leider etwas mit unserem erneuerbaren Energiengesetz zu tun. Wenn Sie eine Biogasanlage einrichten, bekommen Sie auf 20 Jahre einen garantierten Abnahmepreis. Und dieser garantierte Abnahmepreis ist so viel interessanter als alles, was Sie an jährlicher Lebensmittelproduktion von dem gleichen Hektar verdienen könnten, dass heute diese Art der Produktion im Grunde genommen alles andere verdrängt, wenn es irgendwie möglich ist, noch eine Genehmigung für eine Biogasanlage zu bekommen. Das ist mittlerweile gedeckt, glücklicherweise, aber auf sehr hohem Niveau und für eine sehr lange Zeit. Der andere Aspekt, der sich hier ausdrückt in dieser Entwicklung der Grundstückspreise, ist, dass Land auch immer ein Finanzinstrument ist. Also sehr viele Leute kaufen heute von dem Geld, was ihnen von der Europäischen Zentralbank, wenn sie entsprechende Bonität haben, praktisch nachgeschmissen wird, Land, in der sicheren Erwartung, dass früher oder später exakt diese Politik der Europäischen Zentralbank zu Inflation führen wird und dann Grundeigentum eines der wenigen sicheren Kapitalanlagen, eine der wenigen sicheren Kapitalanlagen sein wird. Das hat also gar nichts damit zu tun, was tatsächlich der Ertragswert ist, sondern es ist eine rein spekulative Maßnahme, die aber dazu führt, dass bestimmte Landwirte nicht mehr in der Lage sind, heute Land zuzupachten, neue Flächen zu kaufen, wenn die zum Verkauf sind und man sie sonst verlieren würde. Beispielsweise man hat sie vorher gepachtet und jetzt muss man sie entweder kaufen oder nicht. Es ist aus dem, was ich aus der Landwirtschaft erwirtschaften kann, nicht mehr darstellbar. Eine wirklich kritische Situation, die auch dazu führt, dass bestimmte Strukturen sich verändern. Also das ist ein sicheres Rezept, wie ich große Agrarunternehmen zum Schluss produziere und wie ich kleine und mittlere bäuerliche Unternehmen, im Moment sind gerade mal wieder die Milchbauern dran, massiv dezimiere.
Das muss nicht so sein, das zeigt dieses Bild, das ist die langfristige Entwicklung der Bodenpreise in unserem Nachbarland Frankreich. Ein Drittel dessen, was wir hier bezahlen, einfach nur, weil dort anders politisch eingegriffen wird. Das ist der ganze Grund. Können wir hier ganz genauso machen, tun wir nicht. Und den Erfolg will ich noch mal kurz zeigen hier. Das ist die Bilanz zwischen 2003 und 2010, aber Sie haben exakt die gleiche Bilanz zwischen 2007 und 2014, was gerade vor Wochen rausgekommen ist. Etwa ein Drittel der Betriebe hat europaweit zugemacht. In Deutschland haben 27% der Betriebe in diesen 7 Jahren dicht gemacht. Es werden immer größere Einheiten, die kleinen fallen hinten runter. Es ist nicht mehr als Kleingewerbe, als mittelständisches Gewerbe, als Familienunternehmen im Grunde genommen darstellbar. Überspringen wir, ich bin schon ein bisschen hinter der Zeit her, aber unsere Agrarpolitik, unsere europäische Agrarpolitik fördert das auch nochmal, zahlt pro Hektar, den jemand besitzt und damit immer den größten Teil auf die größten Höfe und nicht etwa wie viel Arbeit geleistet wird oder wie viel ökologische Leistungen erbracht werden, die der Markt nicht vergütet oder solche Parameter, die zu anderen Ergebnissen führen könnten. Da springen wir jetzt auch mal kurz, weil ich mich ein bisschen verquatscht habe. Das tut mir leid. Aber ich will Ihnen doch kurz zeigen. Ja, ich muss doch einen Satz ausholen. Also wenn Sie mal die ganze Ackerfläche dieser Welt durch die Menschen teilen, die auf dieser Welt leben, dann kommen Sie darauf, dass für jeden von uns in etwa 2000 Quadratmeter zur Verfügung stehen. 1,4 Milliarden Hektar durch 7 Milliarden Erdenbürgerinnen und Bürger kommt man etwa auf 2000 Quadratmeter. So sähe das in etwa aus. Und Sie sehen hier, und ja, das Interessante ist, rein zufällig gewissermaßen, ist es auch so, dass die Ackerfläche in der Europäischen Union und die Zahl der Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union zu etwa dem gleichen Ergebnis kommt. Auch immer da um 2000 Quadratmeter Ackerfläche. In China ganz anders, weniger als 1000 Quadratmeter pro Einwohner. Wir müssten also mit unseren 2000 Quadratmetern ganz gut hinkommen, tun wir aber nicht. Es ist so, dass wir, jetzt mal auf den Bürger gerechnet, jeder von uns noch Pi mal Daumen 700 Quadratmeter zusätzlich importieren. Und das ist schon problematisch. Das überspringe ich jetzt mal kurz. Der allergrößte Teil dieser Importe, 75%, sind Futtermittel und Sprit. Also nicht Orangen und Tee und so etwas, was hier nicht so gut gedeiht, sondern für Nicht-Lebensmittelproduktion, die wir praktisch dem globalen System zusätzlich entziehen. Weshalb das problematisch ist, sehen Sie hier am nächsten Bild, aber Sie wollten da hinten noch was fragen, Fräulein Scher. Total einfach. Wie viel Ackerfläche gibt es auf der Welt? 1,4 Milliarden Hektar. Nicht Weide, da hat jeder von uns nochmal fast einen halben Hektar zusätzlich. 5000 Quadratmeter, 1,4 Milliarden Hektar Ackerfläche, 7 Milliarden Menschen, macht nach Adam Riese 2000 fertig. Die große Herausforderung sehen Sie hier. Das ist die offizielle Torte der Das IPCC, IPCC, das International Panel on Climate Change. Wo kommen die vom Menschen verursachten Treibhausgase her? Und da schlägt erstmal eigentlich beruhigenderweise die Landwirtschaft nur mit 14% zu Buche. Diese 14%, das ist im Wesentlichen das, was an Lachgas ausgast, also an Überdüngung direkt wieder in die Atmosphäre zurückgeht von dem Ammoniak.
das, was an Methan von Wiederkäuern und Lastreisanbau in die Atmosphäre geht, und das, was an Diesel unmittelbar auf dem Acker verfahren wird. Diese drei Faktoren machen mehr als 85% dieser 14% insgesamt aus. Nicht darin enthalten ist das, was Sie daneben sehen, 18% Landnutzung. Im Wesentlichen Entwaldung zur Gewinnung neuer Ackerflächen. Macht zusammen aber schon 32%. Und die Frage der Landnutzung ist eine landwirtschaftliche Frage. Wir könnten, wenn wir eine entsprechende Weidewirtschaft und Ackerwirtschaft und auch Forstwirtschaft betreiben würden, statt hier mit 18% zu den Emissionen beizutragen, eine Senke bilden, die einen Teil dieser Emissionen aus den anderen Bereichen sogar noch aufnimmt. Das Problem im Moment ist, wir haben zu viel Kohlenstoff in Form von CO2 in der Atmosphäre, wir haben zu viel Kohlenstoff in den Ozeanen und wir haben zu wenig Kohlenstoff im Boden. Der Humusgehalt des Bodens hat, seit wir Ackerbau und Viehzucht betreiben, kontinuierlich abgenommen. Wir wissen das, wir haben die Methoden, wie wir Humusaufbau statt Abbau betreiben könnten. Und das wäre eine der einfachsten, der billigsten, der nachhaltigsten, der auch in Bezug auf die Anpassung an den Klimawandel, also mehr Überschwemmungen, mehr Dürre, sinnvollsten Formen, auf den Klimawandel zu reagieren. Mehr Humus im Boden würde alles verändern. Es gibt Berechnungen, nach denen wir die gesamten Emissionen theoretisch in den Boden versenken können, die wir heute anrichten. Das geht nicht immer so weiter, aber das könnte uns 10 Jahre, entscheidende Jahre kaufen und dabei würden wir die Bodenfruchtbarkeit erheblich verbessern. Wäre allerdings schlecht für bestimmte Inputunternehmen, wäre schlecht für die heute übliche Form der industriellen Landwirtschaft, erfordert mehr Aufmerksamkeit, erfordert mehr Beteiligung des Menschen, erfordert mehr Arbeit. Wenn Sie jetzt aber nochmal zurückkommen zu diesem Bild, diesen 32%, und dann in den anderen Bereichen sehr vorsichtig beispielsweise das, was aufgewendet wird, um mithilfe des Haber-Bosch-Verfahrens die Dünger herzustellen, was Pi mal Daumen 1,5% des gesamten Energieverbrauchs der Erde beansprucht, dazu rechnen, dann kommen Sie darauf, dass mindestens 40% der Klimagase, die wir im Moment in die Atmosphäre ausstoßen, also in CO2-Äquivalent umgerechnet, aus der Art und Weise, wie wir uns heute ernähren und Landwirtschaft betreiben, stammen. Einschließlich der Erhitzung, des Transports, der Kühlung und so weiter und so fort. Nun wissen wir und kriegen es gerade wieder gesagt, wenn wir die Klimaerwärmung bei etwa 2 Grad durchschnittlicher Steigerung halten wollen, dann müssen wir in den nächsten Jahren 80% unseres CO2 bzw. unseres Treibhausgasausstoßes vermeiden. Das ist eine Menge. Wir müssen, heißt das auf die Landwirtschaft und die Ernährung bezogen, mit einem Fünftel der Klimagasemissionen von heute in 40 Jahren nochmal 2 Milliarden Menschen mehr sogar ernähren können. Das ist eine enorme Herausforderung, das ist, wenn Sie so wollen, der zweite Paradigmenwechsel. Darum geht's. Und ob uns das gelingt oder nicht, ist nicht nur eine Frage von Verhandlungen in Paris, sondern ist auch eine Frage, inwieweit es uns gelingt, durch unser Konsumverhalten, durch unsere Art und Weise, Aufträge an die Landwirtschaft zu erteilen. Und das tun wir jedes Mal, wenn wir einkaufen gehen. Dafür zu sorgen, dass diese kontinuierliche Reduzierung des Klimaausstoßes und eine kontinuierliche Steigerung der Senke von Kohlenstoff
damit verbunden ist. Bio ist eine Variante, aber auch Bio ist heute weit davon entfernt, diese 80% zu schaffen, von denen wir hier sprechen. Also es ist nicht so, dass es eine Patentlösung bereits gäbe, sondern es ist so, dass wir wirklich alles dran setzen müssen. Und der wesentliche Faktor dabei ist erstens der Konsum von Fleisch. Zweitens das, was wir wegwerfen, also die Reduzierung von Abfall, 50% bei uns hier in Industriestaaten immerhin. Vor ein paar Tagen sind die Zahl aufgeschnappt von der UNEP, 8% aller Klimagasemissionen stammten von dem Müll, den wir produzieren. Das ist eine beeindruckende Zahl, finde ich. Und es ist der Abschied von der Vorstellung, wir könnten fossile Energien als sogenannte nachwachsende Rohstoffe jetzt stattdessen auf dem Acker herstellen und wir könnten Autofahrern vom Acker oder heizen oder Strom produzieren oder was auch immer. Die Schätzung der Klimaexperten mit der Präzision von Wettervorhersagen für das Jahr 2050 sind, dass überall da, wo Sie hier rot sehen, der Ertrag für die wichtigsten Anbaufrüchte unter den gegenwärtigen Anbaumethoden, und das muss man dreimal unterstreichen, unter den gegenwärtigen Anbaumethoden zurückgehen werden. Deutlich zurückgehen werden aufgrund des Klimawandels, den wir schon verursacht haben. Das ist auf der einen Seite, sind das die Regionen, in denen gehungert wird, die meisten Hungernden leben. Auf der anderen Seite sind es die Regionen wie Lateinamerika, Australien und der Mittlere Westen, aus denen die größten Getreideexporte heute kommen, die sogenannten Breadbaskets, die Brotkörbe der Welt. Wir leben hier auf einer grünen Insel der Seligen, wo man uns sogar vorhersagt, dass unser Ertrag steigen könnte durch den Klimawandel und dadurch, dass es wärmer wird und mehr Dünger in der Luft ist, wenn wir so wollen, CO2. In dieser Situation, und das ist die eigentliche zweite große Herausforderung, was die Lebensmittel- und Ernährungssicherheit betrifft, leisten wir es uns, dass die Kalorien, die wir aus Getreide gewinnen, zu 80% aus Mais, Reis und Weizen und wenn Sie die Gerste noch dazu nehmen, zu 90% aus 4 von insgesamt etwa 300 Getreidearten, die die Menschheit kennt, gewonnen werden. Eine enorme Reduzierung der Pflanzenvielfalt auf ganz wenige Pflanzenarten, von denen wir in vielen Regionen der Welt wissen, das geht nicht länger gut. Also sowohl bei Weizen als auch bei Mais ist das am offensichtlichsten. Es fehlt das Wasser und das ganze Gefasel von dürreresistentem Mais und ähnlichem nützt nichts, wenn nicht die Böden tatsächlich in der Lage sind, die Produktivität zu bringen. Und die Bodenfruchtbarkeit steht auf dem Spiel. Und Sie sehen auch bei den anderen Erdfrüchten und vor allen Dingen bei Ölsaaten, dem zweiten großen Komplex an Früchten, die wir anbauen, ein ähnliches Bild. Ganz wenige Arten, obwohl wir wissen, dass wir mehr brauchen, obwohl wir die Sorten kennen, die wir bräuchten. Aber es ist kein großes Geschäft bisher. Es gibt keine globalen Handelsströme, schon für Hirse nicht mehr. Es gibt keine Top-Ertragssorten, es gibt nicht das ganze ausgefeilte industrielle Monokulturproduktionssystem, das diese großen Flächen, die Sie vorher gesehen haben und die alle rot sind, im Moment bespielt. Und innerhalb dieser Arten, ich will es jetzt kurz machen, sind es nur ganz wenige, weniger als 4%, die überhaupt gehandelt werden, also die käuflich zu erwerben sind. Und von diesen wenigen nochmal ein ganz kleiner Ausschnitt. Man schätzt etwa 8000 Sorten, die diesen
riesigen Kalorienberg produzieren. Also eine enorme Verarmung der Vielfalt auch innerhalb der wenigen Arten, die noch übrig sind. Und das ist gefährlich. Wir sägen an dem Ast, auf dem wir sitzen. Und dieser Verarmung in der Pflanzenwelt steht auch eine Verarmung in der Wirtschaft gegenüber. Heute sind es 3 Unternehmen weltweit, die über 50% des gesamten Saatgutumsatzes machen. Und die Top 10 machen 75% des Umsatzes mit dem Saatgut. Das ist eine gefährliche Situation. Dagegen ist die Autoindustrie ein Hort der Vielfalt, kann man sagen. Und es sind wenige Unternehmen, die dabei auch ein ganz spezielles Businessmodell verfolgen. Ein Modell, das im Wesentlichen auf Patenten beruht, was darauf beruht, geistiges Eigentum am Saatgut zu gewinnen und das praktisch auf diese Art und Weise zu einem privaten Gut zu machen und nicht mehr zum Erbe der Menschheit, zu dem, was wir in den letzten 10.000 Jahren entwickelt haben auf dem Sektor. Insgesamt, und das entnehme ich jetzt mal wieder dem Weltagrarbericht als Schaubild, sagt er, wenn Sie auf der linken Seite die Produktivität und auf der, X ist senkrecht und Y ist umgekehrt. Ja? Also auf der Y-Achse haben Sie die Produktivität pro Hektar und auf der X-Achse haben Sie die Nachhaltigkeit der Produktion. Und er sagt, wir stehen im Moment etwa hier. Das ist die klassische sogenannte konventionelle, weitgehend industrialisierte Landwirtschaft. Wir werden auf dem Weg zu dem unvermeidlichen Weg, wohlgemerkt, zu mehr Nachhaltigkeit, zunächst mal mit der Produktivität pro Hektar runtergehen müssen. Da führt kein Weg dran vorbei. Das ist auch die Erfahrung, sagen wir mal, bei Umstellung auf Bio, da geht es erstmal runter. Aber er sagt, mittelfristig wird es uns gelingen, sogar die Produktivität pro Hektar deutlich zu steigern, wenn wir von Abschied nehmen, nämlich, dass Landwirtschaft in erster Linie danach trachten muss, so wenig Arbeitskraft wie möglich einzusetzen. Ganz viel dieser Nachhaltigkeitsentwicklung ist eine Funktion der Konkurrenz zwischen was kostet die Energie und was kostet die Arbeitskraft. Und da ist die Politik letztlich gefragt, die Arbeitskraft billiger und die Energie teurer zu machen für den Endverbraucher. Weil das sich langfristig volkswirtschaftlich rechnen wird, weil sich das kurzfristig betriebswirtschaftlich aber niemals rechnet. Da sind wir gefordert, da müssen wir verändern, das ist das, was wir einen Paradigmenwechsel, wenn Sie das so nennen wollen, oder an Word, an Windows 13 oder so etwas zu leisten haben in den nächsten Jahren. Die wichtigsten Punkte, die der Weltagrarbericht benannt hat, ist erstens, wir müssen die gegenwärtige totale Abhängigkeit der Landwirtschaft vom Öl reduzieren, massiv reduzieren. Nicht zuletzt deshalb, weil absehbar ist, dass der Ölpreis schwankt. Also er wird nach oben gehen tendenziell, auch wenn das heute kaum einer für möglich hält, nachdem ein halbes Jahr gefallen ist. Er wird aber vor allen Dingen in enormen Sprüngen nach oben und unten gehen. Und das ist fatal, sowohl für Landwirte, die planen wollen, als auch für Menschen, die wirklich noch 40, 50, 60 oder gar 70% ihres Einkommens dafür ausgeben, dass sie sich ernähren können. Wenn dort der Lebensmittelpreis sich verdoppelt, ist der Hunger vor der Tür. Wir brauchen eine erheblich verbesserte Wassernutzungseffizienz. Also wir müssen nicht Wasser sparen, wir müssen es möglichst intelligent in Kreisläufen, auch in mikroklimatischen Kreisläufen führen. Und wir dürfen es nicht unbrauchbar machen, indem wir es vergiften. Das ist eigentlich die Herausforderung. Das Wasser wird nicht weniger, auch unter Bedingungen des Klimawandels, aber wir müssen in der Lage sein, es an der richtigen Stelle zu speichern. Wir müssen in der Lage sein, mit Fluten umzugehen, die an neuen Orten auftauchen und so weiter und so fort. Wir brauchen eine globale Strategie zur Erhalt der Fruchtbarkeit des Bodens. Sie ist enorm
in den letzten 50 Jahren runtergegangen. Das war eine Extraktionsphase, wenn Sie so wollen, eine massive, diese Verdreifachung der Produktion. Wir wissen, wie es geht. Wie gesagt, das ist im Wesentlichen eine Frage, ob wir bereit sind, so viel Arbeit in den Boden zu stecken. Und wir brauchen einen biologischen Ersatz, sowohl für Dünger, also da geht es in erster Linie um Leguminosen, um andere Formen, den Stickstoff in den Boden zu bringen, als mit Mineraldünger aus Haber-Bosch und Ammoniumverfahren, aber auch einen Ersatz von Pestiziden, von Giften, die sich im Boden anreichern, die sich in der Nahrungskette anreichern, die ganze Flüsse unbrauchbar machen und so weiter und so fort. Wir brauchen mehr Stresstoleranz, das ist ja ein beliebtes Wort. Klimaveränderungen machen Stress. Allerdings darf man sich das nicht so vorstellen, dass man eben einfach nur eine hitzeresistentere Sorte oder eine überflutungswiderstandsfähigere Sorte züchtet, sondern Stressresistenz sind letztlich ganze Ökosysteme und nicht nur einzelne Pflanzen. Stressresistent sind Anbaumethoden, sind Anbausysteme. Daran müssen wir arbeiten. Und deshalb, sagt der Weltagrarbericht, sagen sehr viele, brauchen wir viel mehr agrarökologische Forschung. Also das, was ich am Anfang gezeigt habe, wofür die Landwirtschaft alles gut ist und wo die Produktion von Lebensmitteln nur ein Teil ist, das ist im Grunde genommen die Agrarökologie, an der wir arbeiten müssen. Und da wird viel zu wenig dran geforscht, da wird viel zu wenig investiert. Investiert wird immer noch in Ausschnittsinnovationen. Wie kann ich das und das optimieren? Wie kann ich einzelne Aspekte auf die Spitze treiben? Wie kann ich der Forschungsführer in Bezug auf diese oder jene neue Züchtungsmethode und sonst etwas sein? Die Kompetenz im Zusammendenken, die Kompetenz in einem ökologischen Denken in der Landwirtschaft lässt nach wie vor nach. Wir verlieren Wissen auf diesem Gebiet. Wir gewinnen weniger dazu, als wir auf der anderen Seite verlieren. Das ist meistens nicht Wissen, was an den Universitäten zu Hause ist, sondern das ist Wissen, was bei Kleinbauern zu Hause ist, was in ländlichen Gebieten zu Hause ist, die sich lehren und wo die Jugend mit dem Handy in der Hand auf die Stadt zu marschiert, anstatt dieses Wissen weiterzutragen und fortzuführen. Aus guten Gründen, das ist nicht eine moralische Frage, aber es ist eine Frage der ökonomischen Lebensbedingungen auf dem Land. Das ist Agrarökologie, das ganze Zusammendenken. Und dazu gehört auch, das liegt für einen wie uns auf der Hand, für die Forschung leider bisher überhaupt nicht, dass wir die Beeinflussung von Produktion und Verbrauch als eine Einheit betrachten und behandeln. Bisher ist die Nachfrage nach Lebensmitteln für den Agronomen, den Gemeinen, so etwas wie ein Naturereignis. Damit hat er nichts zu tun, das ist nicht zu beeinflussen. Er kann nur zusehen, dass er möglichst viel produziert für diesen Markt. Wie ich diesen Markt beeinflusse, so dass Verbraucherinnen und Verbraucher bereit sind, ausreichend und mehr zu bezahlen für weniger an Produkt, aber mehr an Nährwert, mehr an Genuss, mehr an Gesundheit, mehr an ökologischer Nachhaltigkeit, das wurde bisher vollkommen ausgeblendet. Da liegt aber eigentlich die Innovationskraft oder die Möglichkeit überhaupt, diesen 80%, von denen ich vorher gesprochen habe, näher zu kommen. Und dazu gehört schließlich auch, dass wir Umweltleistungen bewerten müssen. Das ist ein großes Problem. In dem Moment, wo wir es dem Markt überlassen, ob bestimmte ökologische Leistungen bezahlt werden oder nicht, wird erstmal so lange Raubbau getrieben, bis eine bestimmte ökologische Qualität zur Mangelware geworden ist, dann ist es meistens schon zu spät. Also der Markt kann dieses Problem allein nicht lösen. Deshalb ist die Nachfrage in aller Regel zunächst mal die der öffentlichen Hand.
die sagt, ja, wir zahlen den Landwirten was für den Blühstreifen extra, wir subventionieren diese oder jene Maßnahme. Was aber die einzelne Maßnahme mittel- und langfristig tatsächlich wert ist, in einer volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, weiß keiner. Im Moment wird so viel ausgegeben für die Hecken, wie übrig ist, wenn der letzte Stallausbau mitfinanziert ist. So funktioniert unsere Agrarpolitik im Moment. Und deshalb ist es wichtig, dass wir so objektiv wie möglich den Wert dieser ökologischen Leistungen von Landwirten berechnen, nachweisen und dann auch etablieren und bezahlen. Überspringe ich mal eben, das sind noch alle möglichen agrarökologischen Aspekte im Detail. Und auch das habe ich, glaube ich, im Wesentlichen auch schon benannt. Und ich habe mich verquatscht, das tut mir leid. Ich muss jetzt hier kurz mal ohne Worte durch ein paar Bilder durchrauschen. Ich will aber Ihnen eine Geschichte noch näher bringen. Also nach diesem Weltagrarbericht gibt es so eine Latte von Publikationen, die zu dem Stand des Bewusstseins geführt haben, von dem ich behaupten würde, dass er heute ein anderer ist als vor 5 Jahren. Was ja nicht bedeutet, dass die Politik eine andere ist, nur das Bewusstsein ist ein anderes geworden. Das kennen wir aus der Umweltpolitik. Die schlimmsten Umweltschäden haben wir angerichtet, nachdem wir begriffen haben, dass wir das nicht tun dürfen. Den größten Raubbau an der Natur haben wir in den letzten 30 Jahren, also seit es die Umweltbewegung gibt, begangen. Und Ähnliches wird möglicherweise auch in Bezug auf die Agrarsituation erstmal der Fall sein. Aber immerhin, es gibt das Bewusstsein. Eine wichtige Publikation in dem Zusammenhang ist eine kleine Streitschrift der FAO, die im Jahr 2011 zum ersten Mal Save and Grow gesagt hat. Bisher hat die FAO immer nur Grow, Grow, Grow gesagt. Also wir brauchen mehr, mehr, mehr. 70% Steigerung war ihre letzte Benchmark. Jetzt hat sie gesagt, wir brauchen a paradigm change. We can only grow if we learn to save. Also wir können nur noch anbauen, wenn wir auch lernen zu sparen und zu erhalten. Safe hat diese doppelte Bedeutung, wofür wir zwei Sparworte haben, weil wir eben Deutsche sind. Das war eine ganz wichtige Publikation. Und eine ebenfalls ausgesprochen wichtige Publikation war der sogenannte SCAR-Bericht. Es gibt einen ständigen Ausschuss für Agrarforschung der EU. Und der hat einen Bericht, nachhaltiger Lebensmittelverbrauch und Herstellung, man merke auf, beides zusammen, in einer Welt mit begrenzten Ressourcen veröffentlicht. Und dort hat er einen Schritt im Grunde genommen weiter formuliert als der Weltagrarbericht. Er hat gesagt, wir leben in einer enorm komplexen Situation, in der wir diese einzelnen Punkte, die meisten davon habe ich bisher schon angesprochen, durchaus berechnen können. Selbst Regierungsversagen ist berechenbar für sich. Aber die Wechselwirkung zwischen diesen Faktoren zu berechnen, das können wir nicht, leider, sagt er. Er sagt nicht, gebt uns mehr Geld, dann rechnen wir das aus, also die übliche Annonce von Forschern, sondern er sagt, es ist nicht möglich, das zu berechnen. Das ist zu fuzzy, das ist zu nicht linear. Und er sagt, diese komplexen Rückkopplungen und Interaktionen zwingen uns letztlich dazu, nach dem Vorsorgeprinzip vorzugehen. Davon auszugehen, dass wir sparen müssen an Ökologie, an Ressourcen, dass wir nicht mehr sehr viel Zeit haben für diesen Wandel und dass wir das nur zusammen hinbekommen werden. Dafür, dass das von mehr als nur den 28 Agrarministern der EU, sondern da sind auch noch die Norweger und die Schweizer und die Israelis dabei, so unterschrieben wurde, merkt man eigentlich noch nicht so wahnsinnig viel in der Politik.
Aber es war ein ganz wichtiger Klick im Kopf für meine Begriffe. Und deshalb spreche ich unverdrossen von einem Paradigmenwechsel. Ich will das Ganze abschließen mit jemandem, der mir eine Menge beigebracht hat in der Hinsicht. Das ist Herr Nam Chan aus dem Norden in Thailand. Wir haben für diesen Weltagrarbericht überall auf der Welt Anhörungen erstmal gemacht. Das sind eigentlich die Probleme. Und da bin ich ihm begegnet, schon vor 10 Jahren jetzt. Und er bewirtschaftet 2 thailändische Mu. Das ist etwas weniger als ein halber Hektar. Und baut auf diesen 4000 Quadratmetern etwa 70 verschiedene Pflanzenarten an. Und wenn Sie da hinkommen, dann sieht das alles so aus, so wie man sich Permakultur vorstellt. Er hat auch noch ein paar Hühner, er hat eine Kuh, die braucht er vor allen Dingen für den Dung, also für die Ernährung seines Bodens. Und er hat verschiedenste freischaffende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf seinem Gelände. Er teilt fair, aber es kommt für ihn genug raus. Und ich habe ihn dann gefragt, wie schaffen Sie das, 70 verschiedene Pflanzenarten? Also wenn Sie hier einen Bauern fragen würden und der beherrscht 20, ist er gut. Und ich dachte, ja, seine Großmutter hat ihm das auf dem Sterbebett noch geflüstert. Und dann sagt er, ja, er hat einen Kumpel in Chiang Mai, das ist nicht weit von wo er wirtschaftet. Und da gehen Sie ins Internet und gucken nach, wie das funktioniert. Und ja, 70% haut hin, 30% haut nicht hin. Das sei ein guter Schnitt. Und so komme er ganz gut klar eigentlich. Eine vollkommen andere Herangehensweise, als ich mir das erstmal so in meinem romantischen Restler-Sinn vorgestellt habe. Er betreibt das als Genossenschaft mit 15 anderen Familien, hat er auch ein super Auto, reicht für alle 15 Familien. Sie bewirtschaften gemeinsam diesen Wassereinzug. Sie lassen sich auch ein bisschen was als Bio zertifizieren für den